Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Heute geht es weiter mit der nächsten Folge Prominent getrennt und die ist wirklich nichts für schwache Nerven, besonders nicht für Frauen, die Triggerpunkte mit jener Art von Männern haben, unter anderem ich. Und das ist auch so, was ich auch nochmal erläutern wollte oder erklären möchte, da wir auch nochmal das Thema Jakob explizit aufgreifen, da er in der Story etwas gefragt, also eigentlich nicht gefragt, sondern mit Ausrufezeichen benannt hat. Und zwar, warum steigert man sich in manche Dinge rein? Und ich empfinde das persönlich nicht als reinsteigern in manchen Fällen, sondern eher ein auf wirklich drauf hinweisen, denn ich bin keine reine Reaction-YouTuberin und ich möchte, dass das in den manchen Köpfen, wo das noch nicht drin ist, verstanden wird. Ich bin eine Meinungsbloggerin. Explizit ziehe ich meinen Content aus Trash, aber ich reagiere nicht nur drauf, sondern ich bin eine Meinungsbloggerin auf Szenen, Verhalten aus dem Trash. Und das ist damals entstanden durch die Sommerhaus der Stars Produktion mit Lisha und Lou, wo mich diese Lisha getriggert hat, weil, und da kommen wir nämlich zu meinen Triggerpunkten, also ich damals als junges Mädchen war sehr ausgeliefert, Menschen, egal ob Mann oder Frau. Erstmal war das tatsächlich in der Jugend oder noch als junge Frau egal. Ich war ausgeliefert aufgrund meiner Schwäche und meiner nicht vorhandenen Eloquenz, habe ich mich aufgrund dessen wie Scheiße behandeln lassen von sehr vielen Menschen. Egal, ob das wirklich in der Schule war, ob das im Hobbys war, bei Freunden war, ob das in der Familie war. Ich habe mich wie Scheiße behandeln lassen. Auf mir konnte jeder rumtrampeln, wie er wollte. Retalk. Oh, das war auch auf der Musicalschule so. Das war egal wo. Jetzt nicht, ich wurde jetzt nicht permanent so gemobbt oder so, aber aufgrund ich schwach war, konnte man mit mir machen, was man wollte. Ich habe versucht, mich zu wehren und ich war laut teilweise und ich habe versucht, aber ich war einfach viel zu jung und viel zu unsicher, dass ich mich gegen Menschen wie zum Beispiel Lisha oder gegen Menschen wie Jakob wehren konnte. Und das habe ich einfach nicht mehr. Ja, seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren, bin ich eine selbstbewusste Frau geworden, weiß, was ich kann, was ich möchte, was ich will und was ich nicht will und lehne mich extrem gegen solche Menschen auf und möchte mit meinen Videos, die ich auf Trash TV hauptsächlich, also wo ich darauf reagiere und nutze, diesen Menschen Rücken geben, möchte diesen Menschen eine Stimme geben, die erniedrigt werden im Fernsehen, die bedroht werden, die angeschrien werden, halt auf eine Art und Weise, die nicht richtig ist. Und dann ist es mir egal, ob es ein Mann oder Frau ist. Aber in den letzten Jahren als erwachsene Frau dann habe ich ja Beziehungen geführt, die ebenfalls sehr toxisch waren, aufgrund dessen ich das auch war, weil, ne, ich sag immer, machen und machen lassen halt auch nicht ganz knusper war. Aber hauptsächlich habe ich halt Männer gehabt, die mich verbal erniedrigt haben und mir jegliche Würde genommen haben. Und darauf reagiere ich extrem. Das ist ein Triggerpunkt, weil ich das total verachte und weiß, wie es ist, wenn ein Mann, also der Partner oder der Freund vom Partner, also eigentlich, wenn ein Mann eine Frau so behandelt. Und da ich eine Frau bin, triggert mich das natürlich noch mehr, wenn es ein Mann tut. Und genau deswegen lege ich mich gerne wie Männer wie Alex an oder wie Jakob an oder damals wie Mike Zies an und sonstige Spezien, ja, also sonstige Spezialisten hier im Trash TV, weil man das heutzutage nicht mehr mit mir machen kann. Also ich lehne mich ganz stark gegen solche Charaktermänner auf und dazu dient mein Kanal. Und ich hoffe, dass das geklärt ist, dass ich keine Reaction-YouTuber bin wie eine La Polce Vita, die das Ganze noch so ein bisschen humoristisch verpackt oder wie eine Mirella. Die macht das auch ganz so humoristisch, auch wenn das natürlich mit einem bisschen Unterton ist. Aber ich beziehe eine klare Meinung, eine klare Stellung und halte verbal komplett gegen. So, und das schmeckt natürlich besonders den Männern nicht, die ähnlich sind oder die selber davon betroffen sind. Schmeckt auch tatsächlich manch Frau nicht, aber das ist mir egal. Ich möchte aufzeigen, ganz klar mit auch voller Aggressivität, was falsch läuft, um den Schwächeren eine Stimme zu geben. Ja, also das ist mir ganz wichtig. Das möchte ich als Disclaimer hier vorweg sagen, bevor wir jetzt auf Prominent getrennt reagieren. Also, herzlich willkommen bei Prominent getrennt. Mittlerweile aber echt Gedanken, ob Nico nicht vielleicht recht hatte. Dass echt wir die sind, die am meisten Stimmen haben. Wie meinst du? Ja, also, wollte manipulieren.
Aber mittlerweile überlege ich so, vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht. Weiß ich nicht, Digga. Selbst wenn er Recht hat, hat er nicht uns einen Gefallen getan? Oder will er uns nicht einen Gefallen tun? Dann will er trotzdem, macht er das aus seinen Gründen. So, weil er hat euch raus. Aus ihren Gründen. Das Einzige, was er jetzt beiträgt zu dem Ganzen, ist, dass er den Kühlschrank leer frisst. Und das ist halt das Ding hier so, ich finde das halt einfach unterirdisch, weil Jakob die ganze Zeit Gloria dafür verurteilt, wie sie mit Nikola spricht. Aber schaut mal selber, wie halt Jakob permanent über Nikola spricht. So. Ich bin einfach schockiert des Todes. Das ist das Einzige, was der Junge hier beiträgt zu dem Ganzen. Und den Rest kommt alles von ihr. Selbst wenn ich jetzt wüsste, du kriegst zwei oder ich höre das irgendwo, ich gebe dir meine definitiv nicht, Digga, weil sowas mache ich nicht. Ich will lieber so ruhigen Gewissens auch gewinnen und so. Das ist ja durch Leistung oder nicht durch Eierleckerei. Auch allein, wenn die beiden uns nominieren und irgendwas sagen, Digga, da habe ich mir schon was richtig Gepfeffertes überlegt. Ich werde so eine Schale mit Wasser mitnehmen. Und wenn die dann fertig ist mit Reden, werde ich sagen, hier für den Schoßhund, damit du dem wieder ein bisschen Wasser hochbringen kannst. Ja. Das Einzige, was Mark Robin kann, ist einfach nur dämlich lachen dabei, oder? Und dann kommt schon das erste bzw. nächste große Gruppenspiel. Das könnt ihr euch natürlich auf RTL Plus angucken. Da spielt nämlich Nikola mit und Gloria und Jakob und so. Ist tatsächlich ganz unterhaltsam, aber nichts, was jetzt für unsere Reaction relevant wäre. Wir schauen, was passiert denn danach im Haus weiter. Als Mark Robin sich vorne dahingestellt hat, war auch ein bisschen krass, ne? Was fand ich, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Ich fand der doof, ich reiß euch den Kopf ab. Also Leute, ganz kurz. Einmal zuhören, bitte. Ja. Wir haben wieder gehört, dass sie irgendwelche Leute vielleicht Absprachen machen. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn es einer macht, dann reiß ich den Kopf ab. Wenn jetzt morgen ein Team drei Stimmen hat, heißt es dann, es wurde abgesprochen? Nein, ich verstehe das Problem nicht. Wie kann man sich da hinstellen und sagen, nur weil man ein Gefühl hat, dass man gewählt wird, das ist eine schwache Leistung, finde ich. Dann reiß ich euch den Kopf. Ja, sag mal nicht, finde ich ein bisschen drüber, Leute. Wenn er mitkriegt, ich sag euch, wenn der nominiert wird, der wird hier richtig durchdrehen. Ja, und dann kriegt er eine Schelle. Wir müssten ja eigentlich bald da sein, oder? Und dann nach dem Spiel, als die hochgekommen sind, Jakob hat Kate in ein Badewasser eingelassen. Und was das Ganze so auf sich hat, was sie so vorhat, das hören wir uns jetzt mal an. Ich irgendwo auch brauche in meinem Leben, um glücklich zu sein. Der Weg ist halt sehr steinig, aber ich hoffe auch immer so, dass nach extra viel Chaos am Ende auch besonders viel Liebe übrig bleibt. Ich wollte letztes einmal mit dir ein schönes, erholsames Zweisamkeitsbad machen. Wir versuchen jetzt so schon die letzte Zeit, die wir noch haben, wirklich so noch einfach so eine schöne Zeit zu machen und den ganzen Stress irgendwie ein bisschen abzubauen. War halt eine schöne Zweisamkeit. Ich habe auch gemerkt, dass ihn das gefreut hat. Und das hat ihn halt, glaube ich, ein bisschen abgelenkt. Jetzt wird es besonders interessant. Jetzt nimmt langsam die Reaction-Fahrt auf. Denn sie haben alles Spiel beendet. Jakob und Kate haben gebadet. Und jetzt durften sie Party machen, Alkohol trinken und so weiter. Und dann dachte sich die Produktion, hi ho, natürlich, wir wollen das Ganze wieder ein bisschen anpfeffern. Und haben ein Spiel wieder reingebracht mit Fragen. Also wer hat noch nicht das Spiel? Der das gemacht hat, der steht auf, trinkt ein und der das noch nicht gemacht hat, bleibt einfach sitzen. Was es so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Kurzes Beispiel. Ich habe noch nie in einem Bett geschlafen. Und dann stehen alle erheben sich, weil wir haben alle schon in einem Bett geschlafen. Und trinken. Aufstehen und trinken. Du stehst auf und trinkst. Los geht's. Also wenn du es gemacht hast, musst du aufstehen. Und eintrinken. Ich habe noch nie mit zwei verschiedenen Personen an einem Tag Sex gehabt. Du hast an einem Tag mit zwei Männern gef***t. Sandra, wie kannst du nur? Ich darf das, denn ich bin der Mann und ich habe ein Pimmel zwischen den Beinen. Du als Frau? Nein! Nein! Wir sind schließlich nicht wie im Jahre 2023, wo das mittlerweile doch auch klar ist, dass die Frau genauso leben darf wie ein Mann, nämlich machen darf, was sie will. Nein! Nicht für Giuliano. Denn Giuliano diskutiert das Ganze so aus. Die alte Beine, Alter. Was? Okay, hast du mal an einem Tag mit zwei Männern geschlafen? Ja oder nein? Ja. Hartes Limit hinterlegt. Du bist auch aufgestanden, was soll ich jetzt machen? Danke. Echt jetzt? Danke, ja. Du bist auch aufgestanden, was soll ich jetzt sagen? Und er reagiert gar nicht drauf. Echt jetzt? Ich bin schockiert, Giuliano. Giuliano, ich bin schockiert. Retalk, ich bin schockiert. Wann war das? Ach, keine Ahnung. Früher. Was wirkt sich denn das jetzt? Hey, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man Finger. Ich jetzt auch nicht. Ist auch aufgestanden. Ja. Ja, also heul nicht rum. Ja, echt? Danke. Komm, hey,
Nico, Nico, komm krank. Mal. Krank. Ja, du bist auch krank. Krank. Ja, Alter, total krank. Bist du dumm? Sex gehabt? Ja, bist du. Vielleicht ist die nächste Ziehung unverfänglicher. Ich habe noch nie beim Sex gedacht, wie lange dauert das noch? Ich hab fast alle Frauen. Das ist meine Frage. Ja, kennt ihr das? Mit dem Ex-Partner. Mit dem Ex-Partner. Oh, Giuliano, ne? Hey, Michelle, na, wenn ich schon fertig war zum Beispiel. Ja. Oh, Giuliano, ne? Das nervt mich so hart, das triggert mich so hart. So einen Typ Mann kenne ich, hatte ich auch. Oh mein Gott, das triggert mich so hart. Das hätte ich böse gemeint. Selbst was groß ist, sexuell immer so. Hey. Das ist immer, oh, das schießt mir einfach auf krank, ja. Michelle, krass. Krank. Mal ganz ehrlich, weil das echt krass finde. Ich finde krass, dass du so warst und dann als wir zusammengekommen sind und solche Sachen. Okay, Carina, du bist wieder. Was genau? Was genau? Sag mal. Wir sagen mal. Ich rede mit dir. Doch, sag mal. Nein. Wie nein? Das ist das einzige. Sag doch mal. Das ist das einzige Richtige, was sie machen kann. Die, das so, die lässt sich gar nicht drauf ein, ob dieses kranke Spielchen macht sie genau richtig. Nein. Wie nein? Ich rede darüber nicht mit dir. Richtig. Warum redest du nicht mit mir darüber? Nein. Ich höre zu. Was? Okay, wenn sie sagt, das Thema ist durch, dann ist durch. Ja. Was soll ich dazu sagen? Macht sie genau richtig. Nicht nur die Heiterkeit hat die Feier verlassen. Auch andere Anwesende ziehen voneinander getrenntes Verdauen der letzten Sachinformation vor. Gott. Der Giuliano geht mir auf den Sack. Wieso? Weil der gerade irgendein Drama macht. Deswegen. Weil ich da aufgestanden bin mit den zwei Menschen an einem Tag irgendwas hatten. Und er ist ja auch aufgestanden und ich weiß ja seine Geschichten von früher. Und dann macht er eine Szene. Ja. Und wenn der da jetzt noch einen Spruch bringt, dann klatsche ich ihm eine. Zu Recht. Absolut zu Recht. Was ist mit dir, Digga? Was passiert? Hat was mit Sex zu tun? Hat das mit dir zu tun oder mit ihr zu tun? Mit ihr zu tun. Ja. Früher war sie sehr wild unterwegs und seitdem sie mit mir zusammen ist, ist sie nicht mehr so wild unterwegs. Ja. Aber ja, okay. Und was ist jetzt dann das Problem? Verstehe ich nicht. Es gibt halt so Punkte, was sie mit mir halt nicht so gemacht hat. Nee. Das verstehe ich auch nicht. Nein! Ich mache auch manche Dinge mit Patrick nicht, die ich mit anderen gemacht habe. Weil jeder Mensch unterschiedlich ist, jede Beziehung anders ist. Und ja, da gibt es nichts mehr weiter dazu zu sagen. Keine Ahnung. Wieso konnte sie das denn mit ihr? Das weiß ich nicht. Das will sie nicht sagen. Dann soll sie die Eier rauspacken und ihr das sagen. Ja, will. Oh Gott. Oh Gott. Fabio gibt Tipps, dann soll sie die Eier rausholen und dir sagen, oh, Fabio gibt Beziehungstipps, ne? Kannst du dir nicht ausdenken? Sie aber nicht. Gute Nacht. Ey, hier mal ganz kurz eine Frage an euch, ne? So doof das und plausibel ausklingt, ne? So, in einer gesunden und glücklichen Beziehung, ja? Macht doch. Okay, Patrick und ich haben eine gesunde und glückliche Beziehung. Okay, was würdest du uns jetzt fragen wollen? Ich beantworte dir das, Giuliano. 60% der Sex aus. Jetzt mal ohne Scheiß. Angenommen, du bist glücklich mit deinem Partner, ja. Ihr gefällt dir optisch und ja. Ihr seid richtig gut so zueinander. Und ja. Es passt alles. Ja. Aber im Bett bist du mega unglücklich und es taugt dir einfach 0,0. Das kenne ich so nicht. Also, wenn ich meinen Partner voll toll finde und alles ist super und die ist glücklich und die harmonische Beziehung, dann läuft es auch im Bett meistens. Deswegen, ich kann das gar nicht anders. Aber ja, eine glückliche Beziehung macht 60% Sex aus. Würde ich so nicht sagen. Sagen wir 50-50, ja. Mal ganz kurz, wie kommst du jetzt da drauf? Nee, ich hab das nur, weil wir davor allgemein, also nicht auf meine Beziehung bezogen, sondern, oder auf meine Ex-Beziehung, sondern so allgemein. Okay. Der Freund, random, für den Giuliano fragt, bekommt heute offensichtlich keine Antwort mehr. Nee, Jungs, keine. Gute Nacht. Ja, gute Nachti. Wir schauen weiter. Und diese Giuliano-Sache klärt Giuliano jetzt dann nochmal mit seiner holden verflossenen Maid, beziehungsweise versucht es im Schlafzimmer zu klären. Wir gucken uns das mal an. Sag mir mal bitte deine ehrliche Intention. Ja? Oder, warum bist du hier reingegangen? Ja, warum? Giuliano möchte hören, ja, die ehrliche Intention ist, dass ich hoffe, dass wir nochmal zusammenkommen und das irgendwie kitten können. Das möchte eigentlich Giuliano hören. Aber sie? Nee, nicht, hä? Sag doch einfach mal, warum bist du hier reingegangen? Ich bin hier reingegangen. Ja, aus welchem Grund? Damit wir eventuell mal noch Sachen klären und dass ich die Show mit dir gewinne. Also kommt mir nicht so vor, wie wenn du irgendwie was klären wolltest oder wenn irgendwie mal du irgendwas gerne über was reden willst. Also eigentlich wollte er das hören, was ich eben gesagt habe, aber da sie das jetzt gesagt hat, dass sie was klären wollte, sagt er natürlich dann, also das kommt mir nicht so vor, dass du was klären willst. Nee. Also, ihr redet dann schon direkt aneinander vorbei, ne? Wir haben doch auch geredet. Genau. Aus deiner Sicht ist alles geklärt. Ja, aber Giuliano will halt mehr, ne? Alles, was wir hier besprochen haben, ist für mich geklärt bis jetzt. Ja. Also ich sag dir mal meine Ansicht. Meine Ansicht ist so, ja? Wir sind hier und du läufst hier einfach so rum, wie wenn irgendwie nix ist. So, ja. Wie wenn einfach so, du läufst hier einfach so rum, wie... Ja? Wie? Wie wenn irgendwie so alles... Ja?
Wenn irgendwie alles so... Ja, wie denn? Normal wäre. Ja. Für mich kommt es so rüber, dass so eine riesen Spannung in der Luft ist. Und von deiner Seite aus kommt es... Ja, seit gestern Abend. Nee, ja. Aber auch schon davor so allgemein. Nein. Mir kommt es so vor, einfach so, du bist hier einfach so. Oh, und ziehst ja. dir einfach so dein Ding durch. Ja, dafür ist sie da. Und machst das alles so spontan. Also so, wenn es halt kommt oder wenn was passiert, dann passiert es halt. Deswegen habe ich... Denkst du, ich habe mir hier vorher einen Plan geschrieben. Wie soll ich es denn sonst machen? Also ja. Können wir erstmal darüber reden, wie hübsch sie ist, wie schön sie ist und wie sexy sie da auf dem Bett liegt? So, random. Okay, ich muss, echt, ist ja unfassbar. Also, Giuliano möchte halt hören, dass sie halt auch Hoffnung hat und das irgendwie wieder zu kitten ist. Aber sie rückt einfach mit der Sprache nicht raus und deswegen fängt Giuliano hier einfach an zu stottern. Ich habe so das Gefühl, dass das dir halt so, ja? So doof das auch klingt, so dass ich dir nicht so wichtig bin. Das kommt für mich so rüber. Ja. Man redet den ganzen Tag fast nicht miteinander so, immer nur wenn es Essen gibt. Aber es ist einfach komisch, verstehst du das nicht? Ja, was erwartest du denn? Ja, Giuliano, sag doch mal dann jetzt. Sie sagt, okay, was erwartest du denn? Und jetzt könnte Giuliano ja auch mit der Sprache rausrücken, was er wirklich wollen würde. Achtung! Ich weiß es nicht, aber ich finde es... Doch, du weißt es schon ganz genau. Aber ihr redet, also du redest nicht ehrlich zu ihr. Einfach komisch. Gestern zum Beispiel war überhaupt nichts komisch, bis abends. Und seitdem ist es komisch. Findest du, dass dieser Streit eigentlich unsinnig war? Man hätte nicht darüber streiten müssen? Ja. Nein. Ich finde nur, dass man sich heute wieder normal hätte verhalten können zueinander. Weil man kann sich doch nicht normal zueinander verhalten. Das ist genau das, was ich meine. So. Oh. Genau das ist das jetzt, was... Oh, und jetzt ist sie schuld. Oh, ganz schlimm. Ich meine, für dich sind einfach so Sachen, so was so passiert ist, ist einfach für dich so, okay, so ist es halt jetzt passiert, aber jetzt geht's halt weiter. Nein, das ist was anderes. So. Aber so stellst du das gerade eben da. Nein, auch das nicht. Dann muss ich das einfach mit mir selbst ausbaden. Ja, nicht mal mit dir selbst. Wir können das doch danach dann noch klären. Ja, okay, aber ich bin ja jetzt gerade eben hier drinnen und jetzt gerade eben geht's mir schlecht. Genau. Und weil Giuliano jetzt gerade schlecht geht, weil er ein Ego-Problem hat, weil Sandra gestern zugegeben hat, dass sie an einem Tag mit zwei Männern, weil er ein Ego-Problem hat und ihm jetzt schlecht geht, nee, dann muss jetzt Sandra, nee, da muss sie jetzt sich drum kümmern und nein, jetzt, es geht nur um Giuliano. Aber dann vereinbare ich das einfach mit mir selber und ich probiere es irgendwie abzulenken und darauf klarzukommen. Dann akzeptiere ich das. Ist doch alles gut. Ich kann sie ja nicht zwingen, dass sie sich öffnet. Aber trotzdem. Sie sich öffnet oder du dich öffnest, Giuliano? Bin ich sehr traurig darüber. Weil ich ja nicht verstehe. Versteht denn da nicht, warum wir hier drin sind? Nee, vielleicht solltest du es einfach mal klar ansprechen, Giuliano. Gut zu nix. Und er sitzt da jetzt so beleidigt wie 12 und sie geht einfach. Ganz trocken und nüchtern. Die geht einfach. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Diese Szene ist das Beste fürs Learning. Wenn euer Partner so diese Tendenzen hat wie Giuliano oder generell, wenn es toxisch ist oder nicht ehrlich ist, nicht geöffnet ist für ehrliche, reale Gefühle, einfach sich nicht auf diese Spielchen einzulassen. Sie geht. Beste, was sie machen kann, ja. Ich mag die. Ist echt gut. Tschüssi. Bis bald. Und Giuliano schmollt erstmal ein bisschen weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Gespräch zwischen Jakob und Kate. Und da habe ich eine spezielle Meinung zu. Ich gucke es nicht immer richtig. Ich steppe immer durch, zusammen mit Annie, damit ich noch reale Emotionen empfinden kann. Ich kann das nicht doppelt spielen. Das heißt, wenn ich etwas jetzt höre, dann habe ich das noch nicht gehört. Aber ich weiß immer grob, worum es geht. Also die haben jetzt hier eine Aussprache. Und Achtung. Kannst du schon mal was eingießen für uns? Bereit? Ja. Willkommen bei Zeit zu zweit. Hier habt ihr die Chance auf eine ehrliche Aussprache unter vier Augen. Die Karten helfen euch dabei. Lest sie vor und nutzt die Zeit, um euch gegenseitig die Wahrheit zu sagen. So, cheers, Bobby, auf die Zeit zu zweit, ne? Cheers auf die Zeit zu zweit. Warum hast du mich geheiratet? Direkt mit der Tür ins Haus fallen. Weißt du, ich war noch nie in meinem Leben vor dir verliebt und du bist die erste Frau, die das bei mir geschafft hat und ich wusste gar nicht, dass ich jemanden so lieben kann, so, weil ich habe immer vorher nur meine Mama richtig krass so geliebt über alles und dann bist du dazu gekommen, ja. Und deswegen habe ich dich dann geheiratet. Okay. Bereust du es, mich geheiratet zu haben? Also ich hatte wirklich Momente, wo ich mich richtig stark geärgert habe. Ja, bei mir ist es nach wie vor trotzdem so, dass ich das nicht bereue, weil ich immer merke, dass ich dich brauche in meinem Leben. An unsere Hochzeit erinnere ich mich oft zurück und ich hätte halt niemals gedacht, dass... Was ich hier gut finde, tatsächlich, von ihm, ne, ist, dass er wirklich zuhört. Ich habe das Gefühl, der hört ihr wirklich zu. Achtung, das sieht man ganz krass gleich. Dass danach halt solche Probleme kommen.
Das ist es. Aber bereuen kann ich halt nicht sagen. Du hast zwar auch Sachen gemacht. Und ich ganz ehrlich sagen muss, hast du mich richtig mit verletzt, weißt du auch. Aber trotzdem glaube ich. Ich finde seinen Blick sehr interessant. Das hat so ein bisschen, also ich versuche das zu trennen. Ich habe halt gemerkt, so Jakob hat wirklich zwei Gesichter, jetzt nicht im Negativen, ja. Er hat wirklich zwei, sagen wir, zwei Seiten, wie er zu ihr wahrscheinlich sein kann oder wie er in Beziehung ist oder auch wie er zu seiner Mom zu sein scheint oder auch zu Menschen, die er mag, weil er hört hier sehr gut zu. Und in seinem Blick, in seiner Mimik habe ich wirklich ihr gegenüber Aufrichtigkeit gespürt, sowas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es wird noch intensiver. Achtung. Gibt es halt für mich neben anderen. Er hat, mit dem ich halt glücklicher gewesen wäre. Deswegen bereut es nicht. Nächste Frage. Ich brauche eine Taschentuchbox. Man hat halt gesehen, ich finde das super berührend, dass ihm das schon nahe geht. Und daran habe ich so gesehen, der ist kein eiskalter, so wisst ihr. Und das fand ich schon sehr schön. Fand ich schon sehr schön, die Seite auch zu sehen an ihm. Ne? Weil wir hören nachher eine andere Seite leider. Aber das fand ich sehr gut. Ja, weiter geht's. Wie er nachdenkt. Wieso wolltest du so selten Sex mit mir? Ich kann nicht mit einem Menschen sexuell werden, mit dem ich die ganze Zeit Stress habe. Und wir haben oft über dieses Kinderthema gesprochen. Das kann man erstmal verstehen. Na, das haben viele Frauen haben das, wo die Männer oft abschalten können. Haben es aber viele Frauen, wenn sie Streit mit Japan haben, die können sich nicht hingeben. Und anscheinend hat er das halt auch. Das verstehe ich. Und jetzt sagt er halt noch was zu diesem Kinderthema, was uns ein bisschen erklären lässt zu dieser Folge 2 und 3, die so weird war, warum sie kein Sexleben haben. Und glaub mir, ich assoziiere ja auch Sex irgendwo mit Kinderkriegen, verstehst du? Das macht so ein Riegel vor. Dann geht nichts mehr bei mir. Mhm. Und ich meine nicht mal nicht mit, ich will nicht, sondern ich kann nicht. Ich kann nicht, es passiert nichts, verstehst du? Ich höre jetzt das erste Mal von dir, dass du wegen den Kindern, wegen dem Kinderthema das nicht möchtest. Du hast ja immer zu mir gesagt, du möchtest es nicht, weil du wegen dem Streit einfach eine Blockade hast. Unterbewusst, ich hab vorher noch gar nicht unterbewusst ist das natürlich so, klar. Ja, natürlich ist das so. Aber wie stellst du dir das denn vor, dass wir, stell dir vor, wir würden weiterhin noch Zeit zusammen verbringen, aber ich würde ja nicht mit dir zusammen sein, wenn wir keinen Sex haben. Auch nicht, ich weiß. Wenn du dir sagst, du kannst dir das vielleicht auch irgendwann erst vorstellen. Ich will ja keine Ehe oder keine Beziehung führen und keinen Sex haben. Das ist ja schon richtig. Das ist klar, aber es gibt ja Mittel und Wege, wie man zum Beispiel verhüten kann. Das gibt es ja. Und da habe ich so, ach so, ja, okay. Und weil sie jetzt Folgendes sagt. Ja, ich möchte, du weißt aber, dass ich dich verhüten möchte. Ich weiß. Ja, gut. Freunde, das wussten wir ja nicht. Ja, die will nicht verhüten. Ja, das ist doch klar, dass wenn er keine Kinder will, dass er Angst hat, die zu bumsen. Das muss man mal so sagen. Das wusste ich ja auch nicht, das wussten wir alle nicht. Jetzt wissen wir es. Ja, sorry. Dann nimm doch ein Kondom. Wenn sie nicht verhüten will, nimm ein Kondom. Sie muss die Pille nicht nehmen. Ich nehme die Pille auch nicht. Man kann auch berechnen übrigens, ne? Aber ich kann jetzt das ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Man hat ja dann immer Angst, dass die einem ein Kind unterjubeln will oder so. Das hätte ich dann auch. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Weiß, und deswegen, ja, verstehst du, ist das halt dieser Punkt, der mich dann auch unterbewusst hat. Ja. Einfach, verstehst du, was ich meine? Ja. 5 Jahre warten wird sie nicht mehr. Aber ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht. Ich möchte jetzt gerade nicht. Okay, aber das hätte, also ich, meine Meinung ist dazu, sowas klärt man vor einer Hochzeit. Man heiratet keinen, wenn man weiß, die will Kinder, und zwar zackig, weil sie vielleicht auch schon über 30 ist, keine Ahnung, wo man sich gar nicht keinen Stress machen muss. Dieses Kinderthema ist halt oft sehr heftig, ne? Und das hätte man vielleicht vor der Hochzeit klären können. Also es ist aber nur meine bescheidene Meinung. Ich glaube, das ist halt wieder der Punkt, an dem wir gekommen sind, wo wir einfach nicht weiterkommen. Ja, ich weiß es doch. Das fällt mir auch nicht leicht, dann zu sagen, dass ich da so eine sexuelle Blockade aufgrund der Streits, aufgrund diesem Kinderthema habe. Egal, wie sehr wir uns auch lieben, aber wir haben nun einmal wahnsinnig viele Probleme. Und da kommt wieder dieser Spruch, Liebe allein reicht nicht. Und wenn ich diese Blockaden psychisch habe, kann ich nichts machen. Also, wenn wir verhüten würden wieder und du wüsstest, das wäre eine sichere Methode, ja, dann könntest du auch einfach problemlos wieder Sex haben mit mir. Wenn wir dann nicht streiten, könnte ich das auf jeden Fall, ja. Also ich finde, Versöhnungsex ist schon was Schönes. Ja, aber wir können ja jetzt nicht von 0 auf 100 jetzt sagen, komm, bam. Doch. Ja, aber da macht sie ihm halt auch Stress, ne? Druck, ne? Muss ich hier auch mal an der Stelle? Doch, kann man. So, nein, geht nicht. Na, bei sowas kann ich ihn nachvollziehen. Muss ich
müssen wir ehrlich hier sagen. Mir kommt das so vor, als wenn ich mein Partner so Druck macht, lass rammeln, so. Ey, boah, Abturner. Hätte ich auch keinen Bock drauf auf meinen Partner, ne? Nee, das ist auch nicht witzig. Ich finde es nicht witzig. Nee, finde ich auch nicht witzig. Das ist auch wirklich so eine Sache. Ich finde, Sex verbindet ja auch wieder. Ja. Und wenn wir das schon so lange nicht hatten, vielleicht ist es ja auch einfach mal so, dass du einfach merkst, dass es eigentlich doch... Nein. Sex verbindet ja, wenn die Grund... Nein. Kate, nein. Dann muss ich leider einfach mal Jakob hier kurz die Stellung halten. Ja, nein. Schön ist, wenn wir das wieder öfters machen. In solchen Gesprächen, glaub mir, da muss man... Ne? Was denn? Muss man auch... mal so die Dinge ernst nehmen. So. Ja. Ich weiß, du nimmst das ja nicht falsch, nicht, bitte nicht falsch verstehen. Aber halt dann so zu lachen und so ist nicht so. Also ich lach doch nicht. Du hast, alles. Nein, ich habe mir gerade nur vorgestellt, wie schön das zusammen wäre mit uns. Deswegen habe ich mich einfach drüber gefreut. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe aber nicht über dich gelacht. Ich weiß nicht, ja, okay. Ich finde es einfach, ich habe halt einfach... Ich finde, dass er krass verständnisvoll auch redet, ne? Ich hätte das überhaupt nicht erwartet, weil er diese andere Seite hat, die wie gesagt gleich kommt. Aber der zeigt halt hier halt auch einfach Hirn. Das muss man einfach mal, der zeigt hier Hirn. Ja, das ist schon krass, wie er verständnisvoll redet. Ach, so gerne die Gedanken von uns, dass wir wieder so zusammen, einfach Nähe zusammen haben. Und das ist für mich so ein schönes Gefühl, dass ich einfach vermisse. Okay. Das hast du wirklich sehr schön gesagt, aber mir ist so kalt im Regen, wirklich. Es regnet da krass und die machen dann im Schlafzimmer weiter oben. Und das hören wir uns auch noch kurz an. Das ist nämlich sehr interessant hier. Die machen das tatsächlich ganz gut. Ist noch eine Chance für uns? Gute Frage. Ich bin halt so, dass ich immer auf mein Herz höre. Und in meinem Herzen bist ja nur du. Seitdem ich dich kenne, gab es keinen anderen Mann. Und hätte ich nicht ansatzweise mir vorstellen können, auch nur so mit einem anderen irgendwas zu machen. Oder ist wirklich so, dass ich mir das natürlich schon wünschen würde. Also, dass wir das auf jeden Fall schaffen zusammen. Deswegen würde ich jede Chance nutzen. Schon süß, ja. Schon sehr, sehr, sehr süß, muss ich ehrlich sagen. Ich würde auch jede Chance nutzen. Kannst du dir vorstellen, mit mir eine Familie zu gründen? Klar kann ich mir eine Familie vorstellen, nur ich weiß einfach nicht wann. Ich habe halt einfach nur Angst, dass du irgendwann so in, weiß ich nicht, dass wir dann, wenn wir zusammen sind, einfach so, dass immer mehr Monate und Jahre vergehen. Ja, klar. Und du dann am Ende immer noch nicht willst. Ja, klar. Du weißt halt, wie sehr ich Babys liebe. Und du bist halt auch in einem Alter, wo man es möchte. Ich möchte wirklich viele Babys. Ich weiß, Bobby, aber jetzt gerade aktuell kann ich es mir halt einfach nicht vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Ich muss nicht weinen. Ja, dann muss man halt überlegen, ob sie das Kinderthema einfach mal loslässt. Die hat doch noch so viel Zeit auch, ne? Die ist ja jetzt nicht Ende 40, ne? Oder 45, ne? Ich finde, ja. Einfach chillen, einfach entspannen. Aber ich kann natürlich verstehen, sie will Kinder eher nicht. Ja. Für uns, wir sollten das Ganze nicht schon wieder so überstürzen, sondern jeden Schritt, den wir machen jetzt, sollten sich beide damit wohlfühlen. Richtig, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, finde ich sehr gut. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen, ne, wenn wir selber das Ganze retten wollen. Ich wollte dich gerade küssen. Warten wir noch ein bisschen, oder? Ein bisschen, oder? Einmal. Hä? Ein ganz kleiner. Wohin? Den Mund? Warum aber? Nur ein ganz kleines Augen zu machen, okay? Warum willst du das denn machen? Augen zu machen. Das ist schön für mich. Ja, aber sollten wir nicht erst ein paar Sachen klären, wo wir das machen? Nein, immer so ganz kurz. Nur als Motivation. Nur so Augen zu schnell. Cringe! Aber witzig. So, und dann kommen wir jetzt zu einer, leider von der ganz guten Situation, zu einer sehr toxischen Situation zwischen Nicola und Gloria. Denn die wollen auch ein Gespräch führen, sich aussprechen. Das endet aber im großen Scheiterhaufen. Hier haben wir uns gestellt. Ich habe jemanden am Augen gehalten. Du bist auch immer unterschätzt. Ich habe jemanden am Augen gehalten. Du redest auch viel. Hm? Ja, ich würde das sagen. Viel. Aber du redest auch dich. Du kannst am Abend alles sagen, was du möchtest. Deine Meinung, das, was du denkst. Dir gefällt das richtig, wenn du deine Meinung sagst, wenn das richtig wechseln. So, jetzt stehe ich an der Stelle, wo ich was sagen kann, wo ich nicht in Gefahr bin. Deshalb, jetzt könnt ihr was spüren, was ich gespürt habe. Nein. Du bist so sexy, wenn du so bist. Ja,
Oh. Boah, ist das unangenehm, ne? Nenn mich Daddy. Nenn mich Daddy. Ah, oh, Gloria. 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 Für mich ist es halt Männlichkeit, wenn man Ansagen macht, so straight ist so. Finde ich auf jeden Fall schon gut. Macht ihn auf jeden Fall noch mal viel attraktiver für mich. Okay. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich muss auch noch auf deinen Lippen gucken. Oh. Warum? Warum? Nein! Das war unerwartet. Hm? Das war unerwartet. Ich will keine Sekunde. Er schämt sich voll. Also ich weiß, dass du mich zurückfällst. Ja, aber ich muss nicht gleich Fehler machen. Ja. Und deswegen möchte ich nicht alles schnell machen. Du hast Schluss gemacht, aber du hast noch Gefühle. Es geht nicht alles schnell machen und das gleiche Fehler machen, weil sonst machst du dich damit kaputt und ich mich. Und das gefällt natürlich Gloria gar nicht. Und ihr innerstes Kind wurde scharf getriggert, weil sie das Gefühl hat, sie wird abgelehnt, obwohl sie gar nicht abgelehnt wird. Und deswegen reagiert Gloria aus dem inneren Kind folgendermaßen. Es ist halt immer so, dass Nico gerne schöne Momente kaputt macht. Nee, hat er nicht. Du hast falsch gesagt. Du hast nichts falsch gesagt. Die rasiert sich da auch erstmal so. In dieser Badewanne, wo der Mann davor sitzt. Also Gloria, ne, da habe ich halt auch langsam so, ne? Du weißt so, ne? Aber ey, du erwartest Männlichkeit von einem Mann. Real Talk, dann be feminine. Ja, also sei selber feminin. Und dazu gehört halt auch feminines Verhalten. Nicht nur das männliche Verhalten, das du ja möchtest. Das möchte ich auch von meinem Mann. Das ist nicht das, was ich kritisiere oder was ich nicht nachempfinden kann. Aber selber dann sei doch einfach auch mal die weibliche Rolle. Also ich rasiere mich nicht so in der Badewanne gemeinsam vor meinem Mann, in dem Wasser, wo er halt auch noch drin liegt. So, Retalk. Ja, das hat mich hart getriggert hier, aber es geht weiter. Maximal in ihren Worten unfraulich, dieser Anblick. Also das würde mich als Mann absolut abtören. So, Retalk. Und das ist nur meine Meinung. Och, du Scheiße. Ja, wenn du mir gar nichts sagst, weißt du, dich stört, dann kann ich mich einschätzen. Weil ja, du hast dich in einem Moment geändert. Also, ja, er hat recht. Ich geh jetzt raus, weil wir waren noch lange drin. Hey, ich verstehe dich nicht. Ich radiere sie da auch noch ihre Beine vor dem in dem Wasser. Das ist so assi. Das ist nur meine Meinung. Ich würde es halt nicht machen, ne? Vor allem, wenn sie selber Männlichkeit verlangt, so, dann ein bisschen Weiblichkeit täte dem Ganzen gar nicht gut. Also mein Mann darf sich auch nicht in meinem Badewasser rasieren, ne? Real Talk, ne? Also das ist genau, ich finde es halt einfach unhygienisch, aber nur meine bescheidene Meinung. Dann können wir wieder das Spiel anfangen. Ja, gehen wir zurück zum Wesentlichen hier. Er hat recht, ja? Sie reagiert trotzig wie ein Kind, abgefuckt. Und er hat aber einfach tatsächlich recht hier, ja? Und jede Steigung, mit denen du das willst, dann rede ich ja kein Wort. Gloria zieht jetzt hier beleidigt von dannen. Wir gucken weiter. Und es geht nicht um Kuss, es geht darum, was sie jetzt. Ich bin jetzt einfach zu lieb zu dir. Was in der Zukunft kommen so. Wenn man zu lieb zu dem Mann ist, oh Gott. Dann gehen die Männer die Oberhand. Oh Gott. Das meine ich immer, dass sie so dringend in meiner Meinung nach eine Therapie braucht, wo sie wirklich alles aufarbeitet, ihre Verletztheit, ihr innerstes Kind, weil das sieht ein Blinder. Dazu braucht man keine psychologischen Kenntnisse haben, dass da was nicht stimmt und sie verletzt ist bei etwas, wo sie nicht verletzt sein müsste. Wisst ihr? Was habe ich dir verletzt? Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass du verletzt sein wirst in Zukunft und ich auch, dass man positiv sein soll. Ja, aber du hast nicht gesagt, du hast mich geäußert, du hast gesagt, ich gehe raus. Ja. Was soll ich denn sagen jetzt? Oh Gott. Anstrengend. Was soll ich denn jetzt sagen? Maximal anstrengend. Ich war zu nett. Oh Gott, bitte erschieß mich. Oh, das ist so hardcore nervig. Zu sein und süß zu sein und so wieder ich so zu sein, wie ich immer bin. Und dann wird man aber immer wieder verletzt und dann bin ich wieder scheiße und dann heißt es, warum ist Gloria wieder scheiße? Nein, du wirst nicht verletzt von jemand anders, sondern du verletzt dich selber damit. Er hat dich nicht verletzt, er hat das richtig gesagt. Er hat dich nicht abgelehnt, er hat gesagt, aber wir lassen es langsam angehen, ich möchte nicht mehr, dass jeder von uns verletzt wird. Er hat ja gesagt, er hat Gefühle für dich und ihr habt euch ja auch schon mal geküsst und so in diesen, hier in den Folgen. Gloria, das kann man auch langsam nicht mehr schön quatschen.
Real Talk. Weißt du, weil ich verletzt bin, weil ich mich schützen muss. Aber warum? Und das ist das Ding, warum musst du dich denn so hardcore schützen? Da musst du auf den Grund gehen mit Hilfe eines Therapeuten. Ich möchte einfach, dass wir ganz in diesem Drecksrasierwasser, ey. Sind, ob wir alles von neu anfangen sollen oder nicht. Ja, das macht er richtig, damit es dieses toxische Hin und Her einfach nicht mehr gibt. Er hat vollkommen recht. Tja, diese Restehe steckt in einer wahrlich verzwickten Zickmühle. Ja, absolut. Zickmühle. Er sagt das. So, und dann geht es hier weiter mit Jakob. Jetzt sehen wir leider wieder langsam das andere Gesicht von Jakob, was ich eben leider angesprochen habe, was, ja. Die einfach hier nur auf Best Friends Klassenfahrt machen und ich kann sowas nicht. Ich bin Fußballer, da bist du, da eckst du mal richtig an im Training. Und es geht mir so um Sack und auch bei der Nominierung, es kann nicht sein, dass jeder da unten steht und dann sagt, oh, ich will dich eigentlich nicht nominieren, aber ich muss. Was ist das für ein Schmiertheater, Alter? Deswegen werde ich auf jeden Fall auch Machtwort sprechen bei der nächsten Nominierung. Ich beobachte ja auch so ein bisschen den Blick, aber ich merke schon so, dass uns die eine oder andere Person so richtig auf dem Kieker hat. Hey, wer? Mhm. Ich merke das so richtig. Wer? Gloria. Ja gut. Das ist ja klar, ne? Ich schwöre dir, sie wünscht sich das so sehr, dass wir gehen. Scheiß drauf, die hat nichts da draußen. Das ist hier das Einzige, was sie hat, dieses Spiel. Sie hat nichts draußen. Sie hat nur ihren Schoß, und den sie sich da zum Sklaven gemacht hat. Sonst hat sie nichts im Leben. Alter, das sind alles so Arschkriecher. Das Ding ist halt hier, da frage ich mich, wie kommt er darauf zu sagen, dass Gloria nichts im Leben hat? Aber das kann ich ja nur sagen, wenn ich mehr habe im Leben. Aber selbst dann sollte man das nicht sagen, weil es einfach eklig ist und gemein ist. So, aber wenn wir schon davon sprechen, so, Jakob, was hast denn du? Meinst du jetzt den Ballermann oder wovon redest du jetzt? Ich nehme so in den Arsch rein, Alter, gegenseitig. Und jetzt kommen wir nämlich direkt auch schon zur Nominierung, wo es wirklich ekelhaft hi-ho wird, wo ich mich halt auch nicht zusammenreißen kann. Und ich habe mich persönlich gegen zwei entschieden, aus dem Grund, weil ich denke, dass gerade die beiden, mir und Carina, noch sehr, sehr gefährliche drin werden können. Marc, Robin und Michelle. Ich hoffe, ihr versteht mich. Was habe ich gesagt? Scheiß drauf. Hey, komm, scheiß drauf. Ein bisschen. Den nächsten Stimmungsbildpinselstrich schwingt Malisa. Marc, Robin, mit dir hatte ich hier leider fast gar keinen Kontakt in der Villa. Und Fabi und ich mussten uns jetzt sehr, sehr lange bereden, wen wir nominieren. Und dadurch, dass Nicola und Gloria sich gesaved haben, mussten wir überlegen, wo wir denken, okay, wer ist unser zweiter stärkster Gegner? Und wir mussten uns für Michelle und Marc Robin entscheiden. Ich bin hier reingegangen, war mit einer Malisa nicht cool. Ich gehe hier raus, bin mit einer Malisa nicht cool. Ist wie vor der Show, da ändert sich nichts. Einer der frisch Verpönten hat jetzt selbst Schwafeldienst. Im wahrsten Sinne des Wortes Schwafeldienst. Achtung, denn jetzt wird's richtig cringe, unangenehm. Was hat vorne, hinten keine Hand und kein Fuß. Achtung. Ich denke, die erste Wahl wurde uns fast allen eigentlich genommen. Ja. Yeah. Ich möchte trotzdem kurz dazu was sagen. Normalerweise gehe ich immer gegen dich, Gloria. Ja. Diesmal muss es leider gegen dich gehen, Nico. Ja. Wir haben eigentlich gesagt, wir sprechen uns hier nicht. Mobben wir heute mal jemand anders? Nicht mehr ab. Wir manipulieren niemanden. Du bist gestern trotzdem hier zu mir gekommen. Wolltest mich dazu überreden, Jakob und Kate zu wählen? Mhm. Hast es mir? Du hast mit Jakob ausreden. Und du hast mit Jakob oben im großen Zimmer über Nominierung gesprochen. Ich bin vorbeigelaufen, hab's gehört beim Haare föhnen. Sorry. Ich vorne oder du? So. Mit der Begründung, hey, du willst mir einen Gefallen tun, du hast das Gefühl, wir stehen hier beide auf der Abschussliste. Ich soll ein bisschen taktisch denken. Nicht wegen dir. Nicht wegen dir. Nicht wegen dir. Ja, vor allen Dingen hätte er das mal gemacht, ne, weil die fliegen ja heute raus. By the way, Mann, ne? Nur wegen dir. Lass mich doch reden, Junge! Steh ich vorne oder ihr zwei, Alter? So, wenn ihr vorne steht, rede ich doch auch nicht rein. Also haltet mal die Fresse jetzt, Mann. Haltet mal die Fresse jetzt mal. Klar, man kann sich darüber streiten, ob es nervig ist, wenn einer dazwischen redet. Weil ich habe halt auch den Drang, wenn jemand was sagt und ich sehe es anders, dann zu sagen, nein, das war aber so und so. Ne? Aber direkt schon wieder so asozial aus der Haut zu fahren, haltet mal die Fresse, Alter. Das ist halt einfach. Und das ist die Schiene. Ist halt einfach. So. Bisschen Niveau hier. Jetzt Sendepause, ich rede. Oh Gott. Mein Problem ist, du hast das nur aus eigenem Interesse gehabt. Weil ich das Gefühl habe, dass du halt einfach sie raushaben willst, dass es nicht mal ein Problem mit mir ist oder einer Michelle zu helfen. Warte mal ganz kurz. Ey, nimm mal jetzt mal ehrlich deinen Schoß und an die Leine und laber nicht die ganze Zeit dazwischen, Junge, okay?
die nächste, zweite große Beleidigung. Nimm mal deinen Schoßhund an die Leine und laber nicht die ganze Zeit dazwischen. Toll, oder? Ist doch nett, oder? Nochmal ein Jakob, prangert das an Gloria an, wie Gloria mit ihm redet, also mit ihrem Mann. Selber redet aber er mit dem Mann. Genauso. Wenn ich mit einem Jakob oben über irgendwas geredet habe, war das keine Manipulation, es war keine Absprache. Halt doch die Backen, wenn ich rede, bitte. Du hast mir das verkauft einfach, als wäre es zu unserem Interesse. Du hast das nur aus eigenem Interesse getan. Ja, das Verhalten ist halt einfach Schmutz. Alles klar. Wie gesagt, die erste Wahl wurde uns ja genommen. Sorry. Kannst jetzt mal die Bar kennenhalten. Du musst jedes Hab doch ein bisschen Anstand, Mädchen. Weil das ist so, wenn ein Mark Robin sagt, hab doch mal ein bisschen Anstand. Ja, da fällt ganz Deutschland die Produktion und alle anderen eigentlich lachen vom Stuhl, oder? Junge. Guck dich doch hier vor, ehrlich, ich halt dann auch richtige, meine Fresse. Wie die alle Pellen jetzt. Ihr seid einfach Gossenkinder, Digga. Die nächste große Beleidigung von Jakob, ihr seid einfach Gossenkinder. Also der das zu jemand anders sagt, der kommt ursprünglich aus der Gosse. Ja, das ist halt einfach so, ne? Der hat dich irgendwo einen Sexurlaub aus Serbien mitgeholt an die Leining und das war's halt, der ehrliche. Boah, und da sagt niemand was. Und das ist das abgrundtief Verachtendste, was ich dazu zu sagen habe. Du hast den Mann aus dem Sexurlaub aus Serbien mitgebracht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie unter jeglicher Würde das ist und wie asozial das ist. Und das meine ich mit das andere Gesicht von Jakob. Das andere Gesicht ist einfach krank und ist komplett lost. Ja. Abschaum Geist. Ey, was ist denn los? Jetzt halt doch mal bitte alle ruhig, lass ihn davon reden. Danach kann man alle zusammen reden, okay? Aber niemand sagt zu Jakob, hältst du mal die Schnauze, was ist los mit dir? Ein bisschen menschlicher Respekt, den muss man immer einfach wahren. Wenn jeder so wie Jakob wäre, überlegt mal von der Gesellschaft, jeder wäre wie Jakob. Wir würden uns alle gegenseitig auf die Schnauze hauen und es gäbe keine friedliche Gesellschaft, ein gutes Miteinander. Zu unserer Entscheidung, es gibt hier ein Paar, da lieben wir einen Teil davon sehr, den anderen, ja, der ist halt anwesend so. Wir haben auch euch zwei gewählt. Der Grund ist, Marlisa, privat im Freundeskreis über irgendwelche sexuellen Dinge zu reden, über Größe oder wie, wo, was, ja, hier gibt er mir dies, das, lalala, so. Hier bringst du noch eine TV-Show. Ja, das ist einfach Abfuck und deswegen habe ich mich von dir die ganze Zeit distanziert. Die Argumentation von Mark Robin fand ich irgendwie dumm, ja, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. Ich kann sagen, dass ich nicht mit einer Silbe schlecht über ihn hier geredet habe. Nein, hat sie auch nicht. Mark Robin. Also ich habe ganz klar gehört, dass oben in dem Zimmer Absprachen getätigt wurden. Was hast du denn gehört? Erzähl mal, was hast du gehört? Das wird man ja dann alles sehen. Ja, das Wort Nominierung, ey, du bist ist so gefallen. Lächerlich, Alter. Hallo! Ehrlich. Bisschen Niveau, Mark Robin. Ja, sagst du, Alter. Tja. Die ganze Deutschland. Parasit, ne? Die nächste Beleidigung gefällt. Beide, Gloria und Nicola, können nervig sein oder ins Wort fallen, aber beleidigend sind die nicht geworden hier, ne? Die werden hier, das ist übrigens Mobbing, wenn mehrere sich auf einen einschießen und das permanent. Und das tun die hier, das machen die hier mit Gloria und Nicola. Das muss man so frei raus sagen, ja? Das ist reines Mobbing. Wer weiß, wer ein paar ist. Alter, seid ihr gesaved, seid, habt ihr so dicke Eier, ihr zwei Lutscher, ganz ehrlich, die Alter. Die nächste Beleidigung. Und keiner sagt was. Hallo, Mark Robin, halt's bitte auf. Nee, oh. Die machen... Michelle sagt jetzt was, okay. Aber sonst keiner. Hier auf Pool und keine Ahnung was, dabei hätten die hier safe heute am meisten Stimmen, weil keiner die hier drin abmacht. Ja, wissen wir doch. So haben wir uns gefühlt. Jetzt fühlst du dich so. Ich mache auch nicht auf cool, nur weil ich auf einmal gesaved bin. Wir machen hier auf wichtig cool. Und als wäre ich der cool? König. Wo machen wir auf cool? Alter, Mädchen, willst du mich verarschen? Ich hab's ganz normal eben angesprochen. Hey, die ja, Wahl hätte jemand Mädchen anderes gesprochen, dann kommt... Ei, yeah, sorry for that. Ja, sorry. Mädchen, ja, halt doch einfach deine hässliche Fresse. Hallo. Hässliche Fresse? Scheuche, Alter. Und Vogelscheuche. Halt doch einfach deine hässliche Fresse und Vogelscheuche. Nimm den Mann, den du im Sexurlaub in Serbien an die Leine, geholt hast, an die Leine. Haltet eure Fresse. Können wir das bitte festhalten so, ja? Wie die beiden, ja, das abhingen. Mark Robin ist einfach asozial. Also zu Mark Robin leider fällt ja einfach auch nichts mehr ein. Sieht wieder jeder, was du für ein Mensch bist. Nee, könnt ihr bitte jetzt aufhören? Wir sind doch hier alle erwachsen, oder nicht? Ja. So weit wär's gar nicht gekommen, wenn die mir nicht ins Wort gefallen wäre.
Mal kommen, trotzdem kann man sich raffen und kann man sich erwachsen verhalten. Ich nicht. Nicht bei der, Mann. Nee, das kannst du generell nicht, Mark Robin, ne? Das hat mit ihr noch nicht mehr was zu tun, ne? Dein Gesicht haben wir schon öfters gesehen, ne? Nicht bei so einem Verhalten, ganz ehrlich. Oh, du legst hier gerade genau das gleiche Verhalten hin. Ja, danke, Amen. Wie ein trotziges Kind, Mark Robin, wie 12. Unfassbar. Jakob und Kate, ihr habt uns dreimal ausgewählt. Einmal habe ich nichts gesagt. Okay. Digga, red doch einfach mal dazwischen, Jakob. Zweite Mal habe ich nichts gesagt. Okay. Dritte Mal habe ich auch nie gesagt, aber habe ich ihn gewundert, warum. So, zweite ist dieser Typ hier, Jakob, eine richtig respektlose Person, welche Gloria angeschrien hat. Aber ich habe ja keine Frau angeschrien. Ja, doch. Du hast sie angeschrien. Nee, ich sag ja, ich habe keine Frau angeschrien. Deswegen, aber erzähl weiter. Du alles hast gut. Eine Frau angeschrien, doch. Naja. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Der entfraut sie. Er entmenschlicht praktisch. Also er nimmt ihr die Würde als Frau. Ich habe keine Frau angeschrien. Also wie tiefer soll es jetzt noch sinken? Klassisches Mobbing findet hier statt. Und niemand sagt was. Und es gibt tatsächlich da draußen hier hinter dieser Kamera noch Menschen, die dieses Verhalten verteidigen von Jakob und Mark Robin. Übrigens, wenn wir gerade schon mal dabei sind, hier zwischenmenschlich und all das. Schatz, das habe ich auch vor dir verheimlicht. Ich habe tatsächlich, weil Jakob hat auf Instagram danach gebeten, also nicht, der hat uns angeboten, ihn anzurufen, wenn wir Beziehungstipps brauchen. Und ich habe halt gedacht, so ja, könnten wir wirklich gut gebrauchen. Wir wollen unsere Beziehung doch aufs nächste Level heben, oder Schatz? Ja, da gibt's ja noch ein paar. Gibt's, genau, gibt's auf jeden Fall. Das ist halt einfach zu gut hier. Und deswegen dachte ich, ich rufe tatsächlich, nachdem Jakob diese Insta-Story gemacht hat, wir sollen ihn wirklich eindringlich anrufen. Er gibt uns Beziehungstipps. Habe ich das gemacht? Und was er uns für Beziehungstipps gegeben hat, die waren wirklich richtig gut. Das wollte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Liebe Yvonne, wenn du auf mich stehst, dann sag das doch einfach. Diese Art und Weise, wie du das rüberbringen willst, so verzweifelt ist, das verstehe ich nicht. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, du hast da ja auch einen Freund. Wie gesagt, der kann sich ja auch gerne mal bei mir melden. Da kann ich dir mal ein paar Tipps geben, wie der dich vielleicht ein bisschen glücklicher machen kann. Vielleicht läuft das Ganze damit ja auch besser. Ja? Also nur mal als Tipp, ne? Ich kann mich einfach anschreiben, dann werde ich dir mal ein paar Takte sagen, hör mal zu, Junge, so machst du das bei der. Und dann würde das auch alles schon wieder werden. Ne? Steigere dich nicht so sehr da rein, wenn irgendwelche Fragen sind, auch in dem Bereich bei euch dann einfach melden. Ich helfe gerne. Ja? Hallo Jakob, hallo, ja. Schön, dass wir eigentlich auch endlich mal sprechen. Ich wollte dich schon so lange anrufen, oh mein Gott. Ich auch. Weißt du, was vor 2 Tagen war, ne? Ja, vielen Dank für das Angebot auf Instagram. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gerade du, zwischenmenschlicher Bereich, beziehungstechnisch, ja, du bist auch fußballtechnisch ein absoluter Gamechanger. Und deswegen, ja, du hast da vollkommen recht. Dachte ich, rufe ich dich dann tatsächlich mal an. Ich fäsche alles runter vor lauter Schock. Gut. Bist du bereit? Ich hoffe doch, ne? Also kommst du klar mit der ganzen Situation, oder? Wenn du dich benimmst, dann werden wir sehen, was passiert, oder? Alles klar. Ja, ich kann mich immer benehmen. Ich hoffe, du kannst dich benehmen. Naja, es ist halt schwierig für mich. Ja, also das Ding ist halt folgendermaßen. Unsere Beziehung ist total ausgeglichen, ist wirklich harmonisch. Wir streiten uns so gut wie gar nicht. Hast du da Ratschläge, dass wir die Beziehung auf diesem Level so weit runterschrauben können, dass das so wie deine und Kate ist, weil die ist wirklich richtig, richtig gut? Also ich glaube, das ist sehr schwierig von deiner Seite aus. Und deswegen muss ich einfach sagen, ich habe so mit Frauen geschrieben, aber wir waren auseinander. Aber im Endeffekt habe ich nichts gemacht. Und haben uns gut gezofft, gut in die Haare bekommen. Da gibt es dann halt wenig Positives dann zu sagen, ne, am Ende des Tages. Super, das klingt ja richtig geil. Okay. Ja, im Schlafzimmer läuft es auch super, super gut. Ich kann das auch echt nicht mehr ertragen, weil das immer, ja, ausgeglichen ist. Es ist harmonisch zwischen uns, es ist auf einer Wellenlänge. Wir achten aufeinander, wir gehen aufeinander ein, aber... Das haben wir aber nicht getan und es ist einfach so asozial geblieben. Deswegen wollte ich halt da auch nochmal fragen, wie du das da handhabst. Wie ist das bei dir? Wie kann ich das da so weit runterschrauben, damit das auch endlich mal so richtig lahm wird im Schlafzimmer? Das kann man manchmal nicht beschreiben. Aber ich glaube, der Punkt, der am meisten überwiegt, ist einfach, ich kann hochkriegen wegen Streitigkeiten. Aber ich glaube, ich habe auch ein Porno-Problem. Okay, was hältst du von Vorspiel? Also zum Beispiel, sagen wir mal, sie wird mal Hals küssen und ich mag das gar nicht. Naja, überhaupt nicht. Wenn wir Oralverkehr gemacht haben, dass ich das nicht will, weil ich finde, dass das für sie erniedrigend ist. Mach ich nicht, Digga. Also sagst du einfach so ganz schnell rein, raus, das ist es und das macht das Ganze kaputt. Ja,
Es geht einfach nur darum, dass diese Situation ein Spiegelbild auch für die Sachen in der Beziehung sind. Du machst mich an und ich bin danach auf 100.080. Stimmt eigentlich, ne? Warum habe ich das immer anders gemacht? Warum bin ich immer auf meinen Partner eingegangen oder habe ich mit dem geredet? Ich weiß auch nicht, ich bin so dumm, ne? Auch, dass ich den nie beleidigt habe oder so. Du hast vollkommen recht, das war so Zeit, dass ich dich endlich mal anrufe. Und was sagst du zum Thema Selbstbefriedigung und so? Weil wir machen das zum Beispiel so, dass wir das voll einander akzeptieren, aber halt auch ein ausgeglichenes Leben zusammen haben im Schlafzimmer. Denkst du, das würde etwas ausmachen? Denkst du, er soll das noch mehr machen, noch mehr ohne mich, damit das noch schlimmer wird und so? Oder dann, ja. Ich weiß, das klingt jetzt witzig, wenn ich dir das so sage, aber es war mehr aus Langeweile, verstehst du? Oh, aber das ist als Sag Mann so, guck mal, ich will mir 50 Mal einen runterholen, Alter. Und was sagst du dazu, dass mein Partner regelmäßig Blumen mitbringt und so, dass... Das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Unsinn. Das sollten wir auch alles runterschrauben, ne? Wie oft habe ich dir gesagt, mach ich nicht, Digga. Voll, hast du auch total recht. Nein, ja, geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Das ist auf jeden Fall richtig, das, was ich mir erhofft habe, wenn ich dich anrufe. Vielen, 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 vielen Dank, dass du das machst, dass du uns Ratschläge gibst und geben wolltest. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und was sagst du zum Thema Instagram-Beef öffentlich mit mir und dir? Wir haben uns gut gezofft, gut in die Haare bekommen. Da gibt es dann halt wenig Positives dann zu sagen, ne, am Ende des Tages. Okay, also dann machen wir das weiter. Wir machen uns gegenseitig total fertig, weil das unser Image richtig fördert. Das hat nichts damit zu tun. Was hast du in den Ohren, oder? Ja, ich weiß halt, du bist total dein Medienprofi, Fußballprofi, Beziehungsprofi. Ja, meinen heilen Respekt vor dir. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dich anzurufen. Jetzt kann ich meine Beziehung wirklich aufs nächste Level bringen. Absolut. Vielen, vielen Dank, Jakob. Dann werde ich das Ganze auch öffentlich teilen, damit jeder von diesen Beziehungstipps, die wirklich Gold wert sind, profitieren kann. Ja, ist das in Ordnung für dich? Ich sag dir jetzt eine Sache, ne? Digga, du bist ein Alter, das alles, Alter. Super. Danke, Jakob. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ich glaube, der Punkt, der am meisten überwiegt, ist einfach, weil ich keinen hochkriege wegen Streitigkeiten. Ja, Freunde, oder? Die Beziehungstipps, die können wir alle gebrauchen. Deswegen dachte ich, das veröffentliche ich hier auch und zeig's euch, weil es hat einen Mehrwert, oder? Für uns alle. Passt doch gut hier rein, Schatz. Ich hoffe, du konntest auch was draus lernen, ne? Definitiv. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Das wird jetzt definitiv noch besser, als ich schon vorher war. Weiter geht's. Wir haben ein Spiel gespielt. Ich habe euch ausgewählt. Ja, ich muss nicht sagen, warum, weil ihr einfach ein schwaches Team seid. Ah. Warte mal kurz, Nicola, wir wollten einfach wissen, um welche Situation was es geht. Es geht um dieses Spiel, als ich dieses Ding genommen habe und euch ausgewählt habe. Genau, mein schwächstes Team. Ja. So geschehen in Folge 7. Warum, Nicola? Gibt's keine Begründung. Das war eine seine Meinung. Das ist ja. Ich hab doch gar nichts gesagt. Der stand doch da vorne alleine. Ist Digga, kein Wort, was der sagt. Das ist alles deine Meinung. Laber mich nicht voll, Alter. Laber du doch mich nicht voll, Mann. Digga, du bist ein Alter, das alles, Alter. Du hast was gesagt, dass ich nicht eigene Meinung habe. Du konntest nicht erklären, warum. Und dann habe ich das gesagt. Er wollte ja, nicht aber erklären. Ich wollte nicht erklären. Aber ist das nicht in der Situation, in der wir waren, schon schwach, dann ausgerechnet uns zu nehmen, so ohne Grund? Deine Antwort war seine Entscheidung. Ich habe euch nicht ausgewählt, es war seine Entscheidung. Das war ein Spiel, ich habe euch ausgewählt, so in einem Spiel. Ja. Und dann seid ihr beide ausgerascht. Genau, das sind sie. Es tut mir leid für euch, ihr könnt euch heute nicht auswählen. Und ja, das war's. Okay. Und jetzt geht der Button noch drauf machen. Du musst das noch drauf machen. Werd nicht nervös, Digga. Mal einfach drauf und dann ist gut. Schön draufklatschen, das ist richtig warm. So, noch was. Das geht ja, nicht nervös. Gloria provoziert natürlich auch, aber ganz ehrlich, nach den Beleidigungen, ich hätte es auch gemacht. Nicht nervös werden, ne? Du musst das mit dem Magnet da draufknallen. Weißt du, wie das geht? Das geht wie eine Rakete. Ja, mach mal. Zeig mal. Nur, guck mal. Hey, Junge, Houdini, nicht schlecht. Eine Rakete. Hey, krass, ja? Ey, du bist so krasser ein Typ, Alter. Stück, ey. Du hast doch gerade gesagt, draufknallen, Gloria. Also, sorry. Ei, ei, ei. Also, das ist echt sowas von peinlich, ey. Nein, Kate, nein. Es ist peinlich, dass du leider nichts dazu sagst, dass dein Mann sich im Ton vergreift. Es gibt im menschliche Grenzen. Man kann sich streiten und so. Ihr wisst, ich streite mich auch gern, wenn es dazu kommt. Aber es gibt menschliche Grenzen einfach. Jetzt stellt sich die grüne Fraktionssprecherin. Ja, Nico gewählt. Wäre auch heute wieder unsere Entscheidung gewesen. Die kotzen es alle so an, dass wir noch da sind. Es ist halt auch einfach mittlerweile so, wenn ich die beiden angucke, ich weiß ja, wie das ist, wenn man so Hate bekommt oder Leute einen nicht mögen. Aber ich finde das krass, wenn das so in den eigenen Räumen, wenn man es jetzt gerade so muss wie hier. Ja, was du nicht unterbindest, liebe Kate, dass dein Mann mobbt, ja. Teilweise die Blicke auf mich gerichtet sind, so voller Hass.
seitdem ihr geschützt seid und nicht rausgewählt werden könnt, finde ich, also gerade du, Nicola, komplett anderer Mensch, oder Gloria auch noch schlimmer, aber bei Nicola muss ich sagen, so komplett andere Persönlichkeit angenommen, kompletter Höhenflug. Ich habe auch nie irgendwie auf dich, Gloria, irgendeine Hasskappe gehabt, gar nicht. Also ich habe selbst vorher, der Hass geht lass auch mich eher bitte aussprechen, Partner, jetzt bin nicht ich gegen dran, dich. Bitte ausreden lassen, da kannst du gerne alles sagen. Lass dich jetzt mal lange, du bist so nervös, Alter. Du versprichst dich in jedem Satz, Alter, ehrlich, ey. Voll Amateur, Alter. Halt's Maul. Digga, guck mal, du sagst schon wieder halt small. Du hast ja, wie lange soll die das denn noch über sich ergehen lassen? Also, wie lange denn noch, Jakob? Also wirklich, langsam reicht's aber auch. Und mach endlich was an deiner Frisur hier. Also das kann man sich ja nicht mehr geben, hier diese andauernd rausguckenden Haare. Schatzi? Ja? Bist du wieder da? Sorry, Baby, ich habe die ganze Zeit ruhig gemacht. Ich kann aber auch nicht mehr. In deinem was Leben, was Ernsthaftes gemacht? Lass doch deine Kurse. Du hast einen Nasenring wie ein Ochse, Alter. Das genau bist du auch, Mann. Du hast einen Nasenring wie ein Ochse. Du hast noch nie was in deinem Leben gemacht. Nie was Professionelles in deinem Leben gemacht, lass Alter. Ausreden. Du denkst, wenn du von so einer Bin-O-Temptation-Normalo-Staffel kommst, denkst du, du bist irgendwas. Oh, du hast noch nichts erreicht. Ja, was ich habe erreicht. Guck mal bitte im Internet nach, wie viel und wie lange ich auf welchem Niveau Fußball gespielt habe. Okay, er sagt hier wirklich ganz klar, guck mal bitte im Internet nach, wie lange und wie hoch er Fußball gespielt hat. Ich möchte, dass das jetzt nochmal, dass er aufgefordert hat dazu. Achtung! Von so einer Bin-O-Temptation-Normalo-Staffel kommst, denkst du, du bist irgendwas. Oh Gott, du hast noch nichts erreicht. Was hast du ja, was ich habe erreicht. Was guck mal bitte im Internet nach, wie viel und wie lange ich auf welchem Niveau Fußball gespielt habe. Das ist was du niemals in deinem Leben erreichen wirst. Gut. Das gucken wir jetzt doch einfach mal nach. Okay, wir sollen im Internet nachgucken, wie lange er wie hoch Fußball gespielt hat. Viele von euch kennen das natürlich nicht oder wissen das nicht, wie man das nachguckt. Das ist natürlich verständlich, wenn man im Fußballbusiness nicht ist. So, und das gucken wir jetzt hier nach. Ein Fußballer wird bestimmt nach einem bestimmten Marktwert. Diese App, wo wir jetzt reingucken, das ist eine international mit die wichtigste, anerkannteste Plattform für Fußballer. Die zeigt an, welcher Marktwert ein Fußballer hat und das regiert praktisch die Welt, kann man so sagen. Das nennt sich Transfermarkt, da gucken wir jetzt gleich ein. Und dass jeder internationale Fußballer gelistet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Profil von einem Spieler zu einem Berater schicke, dann nimmt man erstmal als allererstes einen Link von Transfermarkt, dann hat der Berater, der Verein, der Scout, whatever, erstmal einen groben Überblick von den Statistiken her, was dieser Spieler bisher so gemacht hat. Und dann geht man deeper, da gibt es Scout-Plattformen, die nannte sich bisher Instascout, die nennt sich jetzt Huddle, und es gibt Y-Scout. Das ist so eine, das sind so Plattformen, wo die Fußballer wirklich genau analysiert werden können, von Passquote bis Schnelligkeit bis Zweikampfverhalten, Fehler, ja, also alles wirklich detailliert. Da werden Spieler international mit verglichen. Da kann man wirklich seine wichtigsten Informationen inklusive Videomaterial herausziehen. Damit arbeite ich halt auch zum Beispiel. Also eigentlich jeder in der Fußballszene arbeitet mit diesen Plattformen. Und da gibt es halt jetzt als allererstes den Transfermarkt, das auch für jeden zugänglich ist. Die anderen Plattformen sind nicht für jeden zugänglich. Dann gehen wir auf Transfermarkt. Hier seht ihr auch schon, hier gibt es auch News-Ticker, ja, also ganz so schnelle Sachen. Hier gibt es Transfer-Updates. Also hier gibt es einfach alles, seht ihr. So, und jetzt geht man dann da oben in diesem Feld. Das könnt ihr mit jedem x-beliebigen Fußballer machen. Und dann gehen wir dann hier drauf und da sehen wir das. Man hier oben, da sieht man das Alter, dass er 27 Jahre geboren ist, wie groß er ist, welche Position er spielt. Er spielt offensives Mittelfeld. Aber was genau, das sehen wir gleich. Also das ist noch nicht hier so genau detailliert. Das gucken wir uns gleich an. So, und dann sehen wir als erstes hier, was er aktuell spielt, wo er aktuell spielt. Er hat 3 Spiele gespielt. Und wenn wir dann hier drauf gehen, auf welche Liga ist das? Ja, wann ist das? Das ist die Oberliga Rheinland-Pfalz, 5. Liga. So, und jetzt gehen wir zu den detaillierten Leistungszahlen und gucken uns einfach mal alles an. Dann gehen wir hier detaillierte Leistungszahlen und dann sehen wir ganz klar, was er so alles gemacht hat und wo er alles hier kompakt gespielt hat. Er hat Leistungen pro Verein, er hat bei FC Viktoria Köln mal gespielt, FC Karbach, bei Bayer Leverkusen, war ja eine Saison. Da hat er aber nur 10 Spiele gespielt und ansonsten, wenn man hier zum Beispiel drauf geht, das ist die U19, da hat er gerade mal irgendwie 10 Spiele gespielt. Dann war er bei FC Berdenia, Hauenstein, Bergisch Gladbach, Ettelbrück. So, und dann war er bei Sportfreunde Siegen. Das ist eine Regionalliga, sofern ich das weiß. Da hat er 49 Spiele gespielt. Und seine Statistik zeigt hier auch rechts. Er hat 5 Tore von 49 Spielen. Ah, 5 Tore ist wirklich
schlecht. Das musst du einfach mal so sagen. Das ist keine gute Statistik. Er hat auch keine Assists gemacht als offensiver Mittelfeldspieler. Nee, warte mal. Das war auch Oberliga. Entschuldigung. Also selbst in der Oberliga hat das nicht funktioniert. So, dann hat er bei FSV Salmrohr gespielt. Das müsste jetzt die sechste Liga wieder? Hä, what the fuck? Wo war der denn dann bitte? Regionalliga? In der Regionalliga West hat er nur 13 Spiele gemacht und davon ein Goal getroffen. Und ansonsten hat er nur Oberliga wirklich gespielt, das meiste. Er hat einen DFB-Pokal gespielt, da haben die, glaube ich, 6-0 verloren. Ja, die BGL-Liga ist wahrscheinlich Luxemburg, sofern ich mich erinnere. Da gucken wir jetzt mal rein. Luxemburg hat er gespielt. Da hat er... Alter, das ist, also, das ist halt das Ding. Ich verstehe nicht, dass er sich so weit aus dem Fenster lehnt. Man kann sogar die detaillierten Leistungsdaten hier auch nochmal aufrufen, von wie vielen Spielen der auf der Bank gesessen hat und so. Und die sind halt einfach nicht gut. Aber jetzt gucken wir uns den Marktwert an. Das sagt über den Spieler aus, wie hoch er gehandelt wird, wie wertvoll er ist. Das müsst ihr euch so verstehen, für die, die keinen Fußball kennen. Das ist wie Follower auf Instagram, sagt dir dein Marktwert, ja. So ist es bei Fußballer der Transfermarktwert, ja. So, und der höchste Marktwert war jemals, das war 2016, 50.000. Das war's. Und für die, die halt kein Gefühl davon haben, also ein guter Marktwert, ein, wo man sagt, der ist ein wertvoller Spieler, fängt so langsam bei 300.000, 400.000 an. Wo man sagt, oh, das ist ganz gut. Dann fängt das bei 500.000 Marktwert an. Und wirklich erfolgreich geht man, wenn man die Millionen dann schon hat. So, das kann man so sagen. Und deswegen verstehe ich nicht, Jakob hat als Fußballer nichts erreicht. Er hat, ich möchte ihm das aber auch nicht absprechen. Das ist seine Leidenschaft, wie man merkt, und das ist sein Hobby. Und in der Oberliga zu spielen, sein Hobby zu setzen, auch ein paar in der Luxemburg-Liga abzureißen, auch wenn da erste Liga spielt, ist Luxemburg keine gestandene, erfolgreiche Liga. Es gibt, das kann ich euch auch nochmal zeigen, es gibt hier so ein Ranking bei der UEFA. Das ist immer, sind immer so die internationalen Rankings hier in Europa zum Beispiel, wie die Ligen so anerkannt sind. Und da es kommt immer auf die Champions League, Europa League und so an. Da ist zum Beispiel klar die Premier League Platz 1, Platz 2 Spain, Germany, dann kommt Italy, France, also Frankreich, Holland, Portugal, Belgien, Schottland, Austria, Serbien, Türkei, Schweiz, Ukraine, Top 15, so die tschechische Liga. Top 15, so das sind so die guten Ligen. Und dann geht es halt immer weiter runter vom Wert her. Und dann irgendwann bei Platz, wann war das, 48, 43 ist Luxemburg so. Und das ist das Ding, ich will ihm das... Er kann darauf natürlich stolz sein und das soll er auch, aber damit zu prahlen, nein, das ist nicht so, womit man prahlen kann oder prahlen sollte. Vor allen Dingen, es ist so ein Armutszeugnis für einen selber, damit zu prahlen, wenn noch nicht mal was zu prahlen ist, aber generell damit zu prahlen, um jemand anders sein Leben abzusprechen. Ich bin das und das. Du bist nichts. Was ist das denn bitte für eine Art? Wenn Patrick jemals so sein sollte oder so, der wäre nicht mein Mann. Es ist einfach beschämend, es ist peinlich. Und wenn man dann noch dazu aufruft, guck im Internet nach, was ich erreicht habe als Fußballer. Und dann kommt da so eine, für mich persönlich, eine Witznummer raus. 50.000 Mark wert. Die meisten Spiele in der Oberliga gemacht, fünfte Liga. Es ist keine Rede wert. Und das finde ich so schade daran, wirklich. Das finde ich schade. Und Jakob, wir haben halt gesehen, du hast auch noch eine andere Seite. Aber diese Seite ist wirklich eklig und wirklich böse. Wirklich, wirklich, wirklich. Ja, allerdings steht das Fußballniveau des Oberligisten gar nicht zur Debatte. Ja. Selbst der Sprecher sagt, dabei steht das Fußballniveau des Oberligisten nicht zur Debatte. Oberligist ist halt die Liga, Ligahöhe war fünfte. Weil jeder weiß, die Oberliga ist halt einfach nichts. Ne? So. Der Ball liegt weiterhin bei Spielerfrau Kate. Übrigens, man kann Gehälter googeln, aber die stimmen nicht im Internet. Ja, die Fußballgehälter, die stimmen nicht. Der Witz hat auch in der Oberliga, verdient halt auch nichts. Ne? Also da ist so die Mitte 500 Euro. Die Mitte. Natürlich kann es auch ein bisschen höher sein, ist auch niedriger für 150 Spiele welche, aber der Durchschnitt so bei 500 Euro. Ne? Und ich verstehe halt nicht, dass man jemand anders mit sowas ein Leben abspricht. Ich verstehe es nicht, dass man... I don't get it.
Ich bin froh, wenn ich euch nach der Show nicht mehr sehen muss, weil keiner war so ekelhaft, muss ich sagen, zu mir wie ihr zwei. Gerade bei Nicola bin ich wirklich auch maßlos enttäuscht. Jetzt kommen wir zu meiner Nominierung, von meinem Bauchgefühl. Ich habe einfach geahnt, dass ihr viele Stimmen bekommt und hatte wirklich einfach Angst und wollte einfach für uns auf Nummer sicher gehen, dass wir... Und deswegen hat sie Easy gewählt. Ja, abgesprungen, genau. Ja, ja. Komm, lass mich bitte. Ja, ehrlich, halt einfach den Rand. Und dann kommen wir zum Ende und zwar sehen wir uns jetzt noch die Vorschau an, oder? Und die wird wieder laut und aggressiv. Achtung. Nächstes Mal. Wir siegen. Veni, vidi, vici. Krampf um den Finaleinzug. Der Druck steigt. Es geht um sehr viel Geld. Bin ich jetzt so blöd? Ja! Warte! Nein, jetzt machst du den letzten Buchstaben meines Vaters! Bloody hell! Außerdem rüdes Geruder. Warte jetzt! Was für anstrengend ist? Halt jetzt die Schnauze, paddel einfach! Oh mein Gott. Mit Nachspiel. Ich hab da draußen alles gemacht. Du hast nichts gemacht. Lagst da wie ein Stück Fleisch. Ach, so ein Esel. Leid zu zweit. Jetzt schaue ich dich immer an und denke mir so, ist die Reise vorbei? Kaufen wir ein neues Ticket und fahren weiter. Es ist ein Gefühlschaos auf jeden Fall. Und? Aber der hat doch in der Folge, dass wir nicht mit reingenommen haben, das könnt ihr euch auf RTL Plus komplett angucken, der hat doch seine Freundin an Mark Robin verkauft für 3,50, oder? Und jetzt holt er dir. Alles klar! Mehr. Die ganze Zeit Durchfall schon wieder von der Universität. Digga, ist die Frau anstrengend, ja. Er sieht frisch immer noch. Dann fragt man mich, warum ich mich getrennt habe. Oh, Freunde der Nacht, Freunde. Das war prominent getrennt. Ich habe, wie ihr seht, wirklich versucht, beide Seiten zu verstehen. Ich habe Recht gegeben, wo ich finde, die Person hat Recht gehabt, was Jakob auch betrifft. Ne? Also ich glaube, dass ich hier ganz fair war und dass einfach das Verhalten von Jakob aber im zweiten Teil einfach unter aller jeglicher Würde ist und dass man niemand sein Leben abspricht und mit seiner eigenen Arroganz, ich habe was erreicht, selber aber da Luft hinter ist. Na, da sind wir uns, glaube ich, aber alle einig. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drüber. Ihr wisst ja, für den Algorithmus könnt ihr mir auch von mir aus eine Aubergine hinzahlen, Mann. Oder Pimmel. Mir egal, Hauptsache ihr macht was, damit das Video gepusht wird. Vielen, vielen Dank dafür für eure Unterstützung. Natürlich kostenloses Abonnieren vergessen. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb, Freunde. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.